viele Zier- und Heilpflanzen betören durch ihren Duft oder ihre besondere Blüte. Der Lavendel ist ein gutes Beispiel dafür. Er gehört mit seinen Lippenblüten zu den Lamiazien. Er verströmt einen betörenden Duft aufgrund seiner sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, den ätherischen Ölen. Lamiazien können wir mit drei Sinnen bestimmen. Zum ersten der Tastsinn. Umfassen wir den Stängel, ist dieser vierkantig und nur leicht behaart. Der zweite Sinn ist das Riechen. Reiben wir an den Blättern, vernehmen wir einen intensiven Geruch. Häufig kennen wir diesen bereits, da wir ihn aus der Küche oder von Arzneien wiedererkennen. Salbei, Minze, Oregano und Thymian sind alles Lippenblütler und fehlen in keinem guten Kräutergarten. Der dritte Sinn ist das Sehen. Dazu müssen wir uns die Blüte genauer anschauen. Die Blüten sind meist in Scheinwirteln mit gestauchten Internodien zusammengefasst. Die Einzelblüte ist median zygomorph, wir haben es hier also mit einer vertikalen Spiegelachse zu tun. Ihren Namen verdanken die Lamiazeen den zur Ober- und Unterlippe umgewandelten Kronblättern, die in ihrer Basis in einen Schlund münden. Lamiazeen haben immer gegenständige Blätter. Diese besondere Form der Blattstellung nennt man hier kreuzgegenständig. Wenn wir uns im Heilkräutergarten oder auf dem Acker umsehen, treffen wir immer wieder auf Lippenblütler. Sei es zum Beispiel die Ackerminze oder die Zitronenmelisse.